Hallo und willkommen zum heutigen Anno-Tutorial. Heute gibt es den zweiten Teil. Heute ist der zweite Advent und jetzt gibt es den zweiten Teil der Adventsserie zum Thema Städtebau. Heute gibt es eine andere Theorie, nämlich Viererblöcke zu bauen an Wohnhäusern, womit wir auch schon gleich beim Aufbau sind. Der ist nämlich, dass man sich einfach hier vier Häuser nebeneinander setzt und das dann mit einem Weg umrundet. Fertig. Das wiederholt man dann so oft, bis es voll, bis das ganze Markt, bis das ganze Dorfzentrum voll ist. So, und dann macht man noch eine. Oder vielleicht auch noch eine andere. Das heißt, man macht wieder vier. Umschließt das mit einer Reihe Straßen. Und dann hätte man das. Was sind jetzt die Vorteile und Nachteile von dieser Geschichte? Bedarfsgebäude setzt man übrigens hier dahin, wo halt Platz ist. Also in dem Fall irgendwo hierhin und dorthin zum Beispiel. Und die Schulen könnte man dann irgendwo hier hinsetzen und dorthin. Das heißt, wir setzen einfach nur um diese... Der Aufbau dieser Theorie ist, man setzt einfach vier Häuser in so einer... so einem Quadrat hin, zieht dann da eine Straße rum und wiederholt das so oft man will. Und Bedarfsgebäude setzt man dann dahin, entweder dahin, wo Platz ist, oder man reißt halt wieder Sachen ab. Ja, was sind jetzt die Vorteile und Nachteile davon? Mir sind, nach langem Überlegen, sind mir je drei eingefallen. Nämlich einmal die Vorteile sind, dass man mehr Schutz vor Feuer und Pest hat, als die Theorie von letzter Woche, wo es ja darum ging, eine Reihe zu machen. Das heißt, man hat hier mehr Schutz vor Feuer und Pest, weil hier nur maximal vier in Brand gesetzt werden. Ist zwar auch nicht wenig, wenn in so einem Aristokratenhaus 40 Leute wohnen, dann 4 mal 4, 160. 160 Leute sind dann auf einmal weg, aber naja. Dann gibt es eine bessere Verkehrsinfrastruktur, das heißt, es gibt hier bessere Verbindungen. Man hat nicht nur einen Weg und dann wieder einmal komplett rum, sondern man kann irgendwie hier durch diese Wege fahren. Dann sieht das Stadtbild auch relativ geordnet aus. Das heißt, wenn man das hier so linear immer macht, dann sieht das dadurch recht geordnet aus. Es ist relativ schön. Sagen wir es mal so, wenn man schön bauen will. Jetzt hier nochmal eins hin. Eigentlich sollte man immer einen Block Abstand halten, damit nicht die Bedarfsgebäude auch noch in Brand gesetzt werden. Das wäre nicht schön. Die Nachteile wären, dass man immer noch, wenn man so ein großes Bedarfsgebäude hinsetzt, wir nehmen wieder einmal die Kirche. Jetzt mit das Größte, da müsste man dafür jetzt zwar nicht mehr ganz so viele abreißen, aber man sieht immer noch ziemlich genau vier Stück. Müsste man abreißen und das ist halt dann immer noch ziemlich... Naja, es ist immer noch mehr. Für so eine Kapelle muss man ziemlich genau zwei abreißen. Für eine große Oper muss man auch vier abreißen. Also, genau. Dadurch wird der Puffer halt wieder ein bisschen sichtbar. Dass man hier in der Bilanz die wieder ein bisschen einsackt, wenn man da ein großes Gebäude hinsetzen will. Für eine Uni, was ja das wichtigste, wie ich finde, das wichtigste große Gebäude ist. Die hat man hier, muss man auch vier abreißen. Okay. Interessant. Das heißt, für fast jedes Gebäude muss man hier vier Häuser abreißen. Muss man sich überlegen. Außerdem gibt es noch eine schlechtere Nutzung des Einflussbereiches.
weil man halt weniger Leute hier mit einem Dorfzentrum oder mit einer Schule abdecken kann, weil halt die Wege dann noch dazwischen liegen. Und Wege brauchen ja eigentlich keine Kirche. Genau, das heißt, es gibt eine schlechtere Ausnutzung der Einflussbereiche, der Bedarfsgebäude. Man hat auch, wenn man das jetzt alles so voll machen würde, dann hätte man auch deutlich weniger Bevölkerung als bei, wenn man die Theorie von letzter Woche macht, dass man alles voll setzt. Man muss halt durch, dass man auch eine nicht so große Dichte hat, muss man auch mehr Bedarfsgebäude setzen, weil wie man sieht, habe ich jetzt einfach so mal 4 hingesetzt, um das Ganze abzudecken. Dafür ist es jetzt relativ gut abgedeckt. Das heißt, die Einnahmenausgaben verschieben sich ein bisschen. Dafür sind sie aber stabiler als bei der letzten Theorie. Das heißt, wenn bei euch Feuer ausbricht und ein Großbrand oder wenn bei euch einen Wirbelsturm, Tsunami oder sowas durchzieht, dann nimmt er auch, glaube ich, weniger Häuser mit, als bei der Theorie letztes Mal. Das heißt, ihr seid ein bisschen katastrophensicherer und sowas. Das war's dann. So 9-Minuten-Video peile ich eigentlich auch immer an. Sollte eigentlich nicht länger als 10 Minuten werden. So, und dann würde ich sagen, schönen Advent euch noch. Und bis dann und tschüssi.